Endlich ist es soweit. Die Anmeldung zur A1 eSports League Austria hat gestartet und in diesem Tutorial zeige ich euch ganz kurz, wie denn die Anmeldung zur Liga funktioniert. Als allererstes müsst ihr auf die Internetseite anmeldung.a1esports.at gehen. Dann kommt ihr direkt zur Spielerauswahl und da könnt ihr euch schon euer Spiel aussuchen, für das ihr euch kostenlos anmelden möchtet. Ich werde das jetzt am Beispiel von Clash Royale machen und zeige euch, wie denn die Eingabemaske so funktioniert. Als allererstes müsst ihr eure persönlichen Daten eingeben. Nehmt dazu Vorname, Nachname und sucht euch einen Playernamen aus. Dann gebt ihr jetzt für diesen Fall in Clash Royale auch noch eure Clash Royale ID ein und eure E-Mail-Adresse. Abschließend wollen wir von euch noch eine Telefonnummer wissen. Sucht euch die richtige Länderkennzahl aus und gebt dann eure Telefonnummer ein. Und natürlich auch das Land, aus dem ihr spielt. Dann könnt ihr euch noch für die einzelnen Qualifier anmelden. Stimmt den Einwilligungen bezüglich dem Datenschutz zu und klickt dann auf Absenden. Im anschließenden Schritt haben wir noch einen Discord-Bot eingebaut, den ihr im Prinzip autorisieren müsst. Das heißt, nachher kommt ihr automatisch auf den A1 eSports Discord-Server und kriegt automatisch auch eure Rolle zugewiesen. Das ist wichtig, weil wir schicken euch diese Season zum Beispiel den Check-in-Link komplett über Discord. Wir schicken euch Regel-Updates über Discord. Das heißt, hier nicht verpassen und unbedingt den Bot auch autorisieren. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr dann noch auf die Seite mit dem allgemeinen Regelwerk und dem spielspezifischen Regelwerk. Lest euch das gut durch, weil da steht alles drinnen, was ihr für die Qualifikationsturniere auch wissen müsst. Dann, wenn ihr das gelesen habt und ganz unten angekommen seid, bestätigt ihr das Regelwerk und seid auch schon für die Qualifikationsturniere der A1 eSports League Austria angemeldet. Ich bin schon sehr gespannt, wer sich bei den Qualifiern durchsetzen kann und wünsche allen Spielerinnen und Spielern schon jetzt viel Erfolg. Ich freue mich, bis bald.